Hi, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde die aber unten hin machen. Und dann hier oben rum werde ich noch dünnere Latten machen, die gehen wir jetzt erstmal im Baumarkt kaufen. So, fordert man uns mal ein paar Latte. Ich sag dazu nur, mein Name ist Bond. James Bond. Und wir fahren jetzt in meinem Maserati zum Baumarkt. Vor allem Maserati. So, dann fahren wir mal dahinter, wo es hier die Balken, keine Ahnung wie das heißt, Balken, also Hölzer. Oh, ihr habt mich verfahren im Baumarkt. Bin ich wohl nicht, ah, da drüben ist, da muss ich nirber fahren, muss ich einen Gang weiter nieber. Nieber. Du parkst ganz toll. So, die schauen noch ganz, ganz stabil aus, oder? Was meint ihr? Nehmen wir von denen welche mit, oder? 2,50 Meter, das ist natürlich wieder das richtige Scheißmaß, weil wir das in Meterstücken brauchen. Also nehmen wir da einfach mal eine ganze Reihe mit. Das ist ja optimal, die gibt es schon 6er Bündel, mein Lieber. Da muss ich die gerade einzeln rausholen. Das ist ja hervorragend. Leute, gibt's. Wir haben extra einen Zettel draufgeklebt, dass man es abfüllen kann. So. So, also, ab in die Werkstatt, Leute. Und weiter geht's. Slickers, wenn es mal wieder länger dauert. So, also, aber unsere Latten. Können wir weitermachen. Der Typ, der so scheiße im Baumarkt geparkt hat, dem sage ich noch so, dann kommt das, sag ich so, bisschen scheiße geparkt, oder? Dann sagt er so, er muss halt fahren können, dass du umeinander, dass du drumherum kommst. Ja, was ist denn das für eine Aussage, du Vogel? So, ich habe jetzt viel nachgedacht. Ich werde hier in der Mitte noch zwei Balken machen und alles andere werde ich mit diesen Latten, Balken, oder was ich das nennen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie nennt man das? Balken, Latten? Das sind Latten. Latte, das sind Latte, sind das Latte. So, das heißt, ich mache hier Rabammel, Rabimmel, Rabammel, Rabum, das auch mal. Und zwar geht es ziemlich zügig dieses Mal. Und zwar, passt auf. Ja, so schnell kann es gehen. Das wäre schön, ja. Halbe Stunde habe ich braucht. Mensch, aber dafür ist es jetzt auch wunderbar. Jetzt stellen wir den Tisch mal auf den Boden, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Schreiner. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt das oben rum mache, aber das sehen wir jetzt gleich. Was ich auf jeden Fall weiß, das Ding ist jetzt schon so brutal schwer. Also die bewegt sich keinen Millimeter mehr, das weiß ich jetzt schon. Steck- und Klicksystem. Ach, boah, ist das schon wieder heiß heute. Das ist schon wieder so heiß hier heute. Fall am besten um. So. Mensch. Passt alles ineinander. So, jetzt habe ich was extrem Aufwendiges vor. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und zwar eine Latte so, dann eine Verplattung hier und eine andere Latte quer drüber. Sprich, ich muss jetzt hier innen drin erstmal alles rausnehmen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich werde es jetzt mal mit dem Stechbeitel probieren. Wird schon irgendwie gehen. Das haben schon andere vor mir auch geschafft. So, wenn ich das Kreuz oben angerissen habe, dann können wir es auch schon anfangen zu sägen. So Leute, und denkt auch immer dran, wenn ich das kann, dann könnt ihr das schon lange, ja? Ich bin ja so euer Testballon. Ich muss unten noch anzeichnen. Das kriegt ihr auch hin. Ich mache das zum ersten Mal, es macht Spaß. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Also traut euch ruhig an sowas mal dran. Ihr schult natürlich eure Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also da entsteht kein Schaden. So. Da wollen wir mal mit der Handsäge anfangen und gucken, wie das geht.
25 Grad? Leg mich doch am Weicher schon wo, Mensch. Boah. Hackert du echt, das ist ja. Das artet ja in Arbeit aus. Boah, ist das eine Arbeit, du echt. Boah. Mann! Hey, hier, da, mein Lieber. Mein Lieber, da war kein Fitnessstudio mehr. Schau mal an, das ist echter Schweiß. Von der echten Arbeit, mein Lieber, du. So, im Schweiße meines Angesichts, sag ich euch, habe ich das jetzt gemacht. Das passt jetzt auch. Ja, das muss man nachher noch reinkloppen. So, das Ganze darf ich jetzt nur dreimal machen, da habe ich brutal Bock drauf. Aber, ich sage euch ganz ehrlich, irgendwie ist es geil. So, letzte, zeige ich euch einen Trick, wie ich es jetzt gemacht habe, nach dem ersten. Und zwar habe ich mir die Kreissäge dazu Hilfe genommen. So, und zwar habe ich mir die Markierungen gemacht, die Höhe eingestellt und jetzt schneide ich das mit der Kreissäge. Das habe ich bis jetzt gemacht, das geht ganz gut. Ihr müsst halt nur aufpassen, Leute, dass ihr eure Pfoten hier wegtut. Also ich halte den Balken dann nachher auch so, dass ich die Hände wirklich weit weg habe. So, wenn ich das mit der Säge gemacht habe, dann verbinde ich das hier mit einem Messer. Warum mit einem Messer? Weil wenn ihr mit einem Messer einen Schlitz reinmacht, dann rastet das hier ein, wenn es mal ganz, ganz, ganz genau ginge. Und dann hake ich das Messer jetzt an der Linie ein, hau drauf, mach das über die ganze Breite und guck, dass ich da wirklich schön tief drin bin. So, dann von vorne, ich kann jetzt bloß nicht da stehen, wo die Kamera steht, von vorne und da habe ich mein erstes Teil weg. Und so arbeite ich mich jetzt durch. Das heißt immer der gleiche Ablauf, natürlich schauen, dass ich hier einen 45 Grad, 90 Grad, 95 Grad, oh Gott. Truppi, du Vogel. So, und dann auch wieder ein flaches Stück. So, ja, und so geht es jetzt halt einfach, bis es durch ist. So, wenn wir das irgendwann dann mal haben, ja, dann fangen wir an, das Ganze zusammenzuleimen und dann noch verbohren und verdübeln, dass es auch wirklich richtig geil hält. Weil wenn ich mir schon mal die Mühe mache, dann muss das auch bombig halten. Sonst brauche ich mir die Mühe nämlich legal machen. Truppe, gell? So ist es nämlich. Also. Setzen wir es mal 10 mit. Ja, hinten fällt es runter, so gehört es, genau. So. Das passt mir schon mal recht gut, mein Lieber. Zwingen wir es nur. Lasst es uns zwingen. Ihr seht, Leute, wenn ich so eine Werkbank bauen kann, dann könnt ihr das auch, ja. Also, ich fordere euch auf, baut euch auch so eine Werkbank. Nehmt aber billigeres Holz, also meine wird dann summa summarum 150 Euro kosten. Das geht auch für die Hälfte oder für ein Drittel. Das ist ja auch alles im Winkel. Mensch, der Truppe, der alte winklige Bauer, der Kuhbauer, der Truppe, der alte Kuhbauer.
So, ich hoffe, dass es jetzt mal so weit schon so trocken ist. Ich bohre jetzt mit einem 16er Bohrer komplett einmal durch, weil ich das noch verdübeln will. Jetzt probieren wir jetzt mal, ob das geht. Ich habe mir also Dübelstangen noch im Baumarkt gekauft, wenn ihr sie findet. Wo habe ich sie hin? Hey, das hasse ich auch. Ich kaufe irgendwas und dann finde ich es nicht mehr. Irre, echt irre. So, dann säge ich mir gleich schon mal ein Stück hier zu. So. Dann Leim dran und dann jage die Dinger da durch. Komm, da geizen wir drum, dann nehmen wir einen Pinsel. Geht es schneller, keine Zeit hier, stundenlang da rumhängen. Und nein damit. Machen wir die Latten hier oben drauf, weil das ist ja auch noch verstrebt alles, dass sie auch ja viel wiegt. Die wiegt eh schon brutal viel. Aber für eine Werkbank ist es ja gar nicht schlecht, wenn sie viel wiegt, dann hüpft die schon mal nicht allein durch die Gegend. Ja, weil wenn ich wieder mal meine Rappel kriege und da drauf schlag, dann soll die nicht wegrutschen, sondern da bleiben, wo sie ist. So, jetzt kommen die Lettli, wie der Schweizer sagt. Jetzt kommen die Lettli in Einsatz. So, die müssten jetzt alle hier reinpassen, hoffe ich mal. Beim Hoffen wird es auch bleiben, so wie es ausschaut. Sägen wir sie aber schon mal auf Länge zu. So, jetzt müssen wir aber, so wie es ausschaut, hier nacharbeiten. Das heißt, wir müssen das Ding hier vergrößern, aber nichts leichter als das. So, hoffentlich passt es jetzt. Will heim. Ist so heiß hier. Komm, ein bisschen. Mit dem Hammer geht es schon. Ja, siehst du. Also, alles gut. So, jetzt machen wir hier auch die Ausschnitte rein, dass die anderen dann drüber kommen.